Na, Schneider? So, moin moin, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung. Heute mal aus einer ziemlich coolen und entspannten, gefaulensten Position. Ja, ich hab's mal wieder mal heute wieder drauf. Wir haben Videos raushauen die letzten Tage, was möglich ist. Ich dachte mir gerade mal, machen wir mal wieder ein kleines politisches Video. Wo ich jetzt wo gerade bei meinen wunderschönen, ja, was heißt mein, das sind nicht meine Katzen, das sind die beiden wunderschönen Tiere, die an meiner Seite leben. Zwei schöne europäisch Kurzhaar. Eine hat ein bisschen mehr Perser drin. Schneider habe ich euch schon mal vorgestellt. Ich habe so ein interessantes, ja, ich weiß gar nicht, was war das jetzt, Freitag oder Samstag, da habe ich darüber in öffentlichen Medien, das heißt also hier Vorschläge in meinem Browser bekommen. Fireball nutze ich jetzt als, ich glaube Fireball ist das, muss ich kurz eben schauen. Das ist der neue nicht Browser, sondern die Suchmaschine, genau, Fireball. Das ist die Suchmaschine, die ich momentan nutze, nach DuckDuckGo. Also von wegen googeln tue ich nicht. Ich hasse auch diesen scheiß gesellschaftlichen Ausdruck, ich gehe mal eine Runde googeln. Alter, Leute, das ist doch zum Kotzen. Ich suche im Internet. So, Google ist nur eine dämliche fucking Dings mit Suchmaschine. Wie gesagt, Achtung meine Ausdrucksweise, ihr kennt es, die meine Videos schon anschaut, ich bin sehr knallhart, was es angeht. Ich nehme auch keinen Blatt vorm Mund. So. Also jetzt mal wieder zurück zu meiner Thematik. An die Future for Friday, na nicht eher an diese Greta, verrückte Greta-Mädel. Ja, Pinky, eben kurz warten, ich will kurz noch ein Video machen, dann kommst du vielleicht mal raus. Oder ja, weil ich lasse sie jetzt eben raus. Ja, auf jeden Fall ist die Geschichte dabei. In China ist momentan die Geschichte, Hongkong, wegen Überwachungsstaat. Oh, da mount sie wieder. Ja, da, hinaus mit dir, raus in die Freiheit. Zawusch. So, auf jeden Fall ist die Thematik da, dieser Überwachungsstaat, den sie da einrichten wollen. Und gleichzeitig, ich nenne es ganz gerne halt hier, guter Bürgerbonus, wie in GTA Vice City. Dass es da so ein Punktesystem gibt, wenn du dich gut verhältst, das wird alles überwacht oder nachgeforscht, du verhältst dich gut, dann bekommst du, keine Ahnung, was dafür, müsst ihr im Internet ein bisschen nachschauen, gibt es eine Menge Stichpunkte, was du dann bekommst, du kannst, ich glaube im Krankenhaus kommst du als Arzt dran und solche Geschichten halt, das gleiche ist oder umgedreht ist, wenn du dich falsch verhältst oder zum Beispiel du gehst nicht richtig zum Arzt hin oder parkst falsch, das dann zum Beispiel, jetzt kommt's knallhart, müsst ihr euch bitte im Internet eben nachsuchen, nachschauen, ich meine das ist mein Spiegel beim Standard, AT etc., wo es auch immer gewesen ist, da auch geschrieben hat, dass dir die Haustiere entzogen werden sollen oder Führerschein entzogen werden sollen und das ähnliche System hat einer schon hier in Deutschland vorgestellt, sollten wir in Deutschland auch machen. Wollt ihr mich wahnsinnig machen? Ja, da wäre ich echt verdammt zornig. Ich habe nicht zwei wunderschöne Tiere an meiner Seite oder aufgenommen, um sie dann von irgendwelchen blöden Spastis abnehmen zu lassen. Dann werden die Tiere wieder irgendwo hier im Zuchthaus, sage ich schon beinahe, hier im... na, ihr wisst, wo die Tiere dann landen. Reingesteckt und dann haben sie richtig beschissen. Die beiden Katzen, die bei mir leben, die haben es da draußen richtig wunderschön. Sie haben da draußen, ich lebe hier selber zur Miete, hier im wunderschönen Ostfriesland. Oh, das finde ich gerade wieder am... Halt, ne, ich habe da hinten ein kleines Wäldchen, kleine Feuertonne. So, und, ne, ups, oh, naja, egal. Auf jeden Fall, es kann nicht wahr sein, dass mir dann die Tiere entzogen werden sollen, nur weil ich falsch parke, weil ich vielleicht draußen mein Fahrrad nicht richtig abgestellt habe oder was weiß ich nicht halt in der Geschichte. Und wie gesagt, ein paar Politiker, die das System hier in Deutschland einführen wollen. Sag mal, sind wir hier 1933 angelangt? Ist die gleiche Geschichte, was zum Beispiel, Achtung, wie gesagt, bei mir müsst ihr eben aufpassen, ich springe von einem Thema zum anderen Thema. Wer es nicht vertragen kann, da hält nicht die Tür oder da ist, ihr könnt eine andere YouTube-Kanäle angucken. Was der Grünemeier von sich gelassen hat. Ist mir scheißegal, ob links, rechts, keine Ahnung, was für eine versiffte Kacke ist. Er ist für mich ein Faschist. Was ist ein Faschist? Ein Faschist ist für mich nur einfach ein Mensch, der mir aufdiktiert, was ich zu tun und zu lassen habe. Faschisten sind für mich auch die Politiker. Was der Grünemeier von sich gelassen hat, ne? Okay, wissen ja, könnt ihr auf verschiedenen YouTube-Kanälen, könnt ihr das anschauen. Der Kerl ist bei mir mehr oder weniger unten durch. Er ist für mich einfach nur ein Faschist. Scheißegal, aber links oder rechts, es gibt linke Faschisten, es gibt rechte Faschisten. So, jetzt zurück zur Thematik von wegen hier CO2, Greta und bla 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 und hast dich gesehen.
Das kann einfach nicht wahr sein. Wie dumm sind die meisten Menschen da draußen? Nicht alle, die meisten, aber nicht alle. Wie gesagt, es gibt genug von euch Aufgewachten. Ich habe einige Abonnenten, die bei mir zuschauen, die aufgewacht sind. Erstmal Moin an euch Abonnenten nochmal. Weil die Thematik mit der CO2-Scheiße ist ja, die CO2-Steuer wird kommen, da werden wir über Tisch gezogen. Deutschland ist eines der wenigen EU-Länder, oder ich glaube das einzige EU-Land, was enorme Steuerlasten hat. Und wo gehen unsere Steuern hin? Wie werden für Kriege ausgegeben? Oder Panzer werden zu irgendwelchen dubiosen Staaten verkauft? Oder wie vor ein paar Jahren es war, Israel erhält ein paar von unseren deutschen U-Booten, die kriegen sie geschenkt. Und wer bezahlt? Ihr. Ihr bezahlt dafür. Der Steuerzahler bezahlt dafür. Und der Grünemeier verkriegt sich schön als Steuerflüchtling nach London. Aber meint ihr in Deutschland oder in Österreich oder Schwarz, wo er mal aufgetreten ist, da einen auf großen hier Grünemeier Goebbels Blabe Verschnitt zu machen? Also hallo? Verpiss dich wieder zurück. Also Grünemeier, Herbert, verpiss dich zurück nach London, wo die ganzen blutsverwandten Eliten wohnen. Ja, City of London etc. etc. Ich bin ja nur nicht blöde. Aber ich will es nicht alles aufklären. Dafür gibt es andere Kanäle, die das machen. Ich sag nur... Ich rede mal, was heißt mein Frust? Ja, teilweise mein Frust, teilweise möchte ich euch ein bisschen erzählen, was Sache ist oder mein Standpunkt. So, jetzt zurück zur CO2-Greta-Geschichte. Wenn es danach geht, ey Greta oder ihr ganzen anderen CO2-Vollidioten, oder tut mir leid, dass ich euch jetzt angreife, einige nicht ganz aufgewachte Kinder, die dafür benutzt werden, sagen, Kinder, hallo, wacht doch mal auf. Wenn es danach geht, dürfen Kühe nicht mehr furzen, meine Tiere, die bei mir leben, dürfen nicht mehr furzen, ich darf nicht mehr furzen, nicht mehr scheißen, Vulkane dürfen nicht mehr explodieren, da müssen Pfropfen draufhauen, also den Ätna und den Stromboli, der Stromboli ist so ziemlich aktiv, Ätna auch relativ, da muss ein Pfropfen drauf, da haben wir einen Korken rein, dass das Scheiß nicht mehr ausbricht. Dann noch zu der Geschichte, von wegen habe ich auch einen tollen YouTuber gefunden gehabt, oder einer, der das ein bisschen erklärt hat, von wegen, auch ein Wissenschaftler, der hat auch gesagt, von wegen, warum die Gletscher abschmelzen. Ja, warum schmelzen die ab? Ja, ist auch ziemlich logisch. Die haben einfach seit den letzten 100 Jahren oder letzten 110, 120 Jahren der Industrialisierung. Jesus, noch eins. Ja, ich hatte so eine Aussprache wieder mal. Ist ja halt der ganze Dreck, der ganze Schmund, der Schmauch, der ganze Rott ist ja, also es ist eine richtig schwarze Oberfläche oder graue Oberfläche auf den Gletschern hat sich abgelegt. Ja, was passiert? Sonneneinstrahlung und schwarze oder rote Farbe, das zieht natürlich an, also schmelzen sie auch schneller ab, ist ja kein Wunder. Aber die schmelzen wahrscheinlich so weit ab, so denke ich mir das mal, oder sage ich es auch, nach meinen Überlegungen, dass sie so weit abschmelzen und runter absaufen, bis sie wieder weiß werden. Und dann hört sie auf, dann werden die Sonnenstrahlen, also die ganze Scheiße wieder reflektiert. Also hier Politiker, mich könnt ihr nicht verarschen. Ich bin doch nicht blöder im Kopf. Also so viel zu dieser Thematik da. Und wie gesagt, Leute, ich bin absolut gegen Überwachungsstaat. Ich habe keinen Bock, dass die Scheiße passiert wie in Hongkong oder generell in China nach diesem Punkteprinzip. Ich lasse mir hier weder Führerschein, noch lasse ich mir meine Tiere noch sonst irgendwas abnehmen. Also dann werde ich mal richtig stinksauer. Und ich bin nicht der Mensch, der sich aus Deutschland verpisst, wenn sowas passieren soll wie 1933 wieder. Dann nehme ich mir ein Beispiel an die Geschwister Scholl. Ja? Dann hast du es ab im Untergrund und das Böse im Kern versuchen zu bekämpfen. Ja, was könnt ihr dann so machen? Ich persönlich habe das schon ein paar Mal in vielen Kommentaren habe ich schon abgelassen. Nach der letzten G20-Demo, was in Hamburg passiert ist, ich war ja dabei, wie der eine Scheiß da losging, von wegen, hast dich gesehen, war was, 2017 war es, wo der Scheiß da losgegangen 2017. Ich war so dermaßen erbost, das kann nicht wahr sein, das ist der Schwarze Block. Der Schwarze Block, also die ganzen Leute, die ja in Hamburg ausgerastet sind, zum Teil die autonomen Bekloppen, die bezahlt wurden. In meinen Augen sind es auch bezahlte Leute, die uns waren, Truther, Wahrheitssuchenden, Andersdenken, in Verruch bringen sollen. Zu mir wird auch gesagt, was bist du Nazi? Ich wisse was, hier, tut mir leid, dass ich knallhart bin. Ich bin kein Nazi, ich bin kein Linker, ich bin einfach nur ein ostfriesischer Bürger. Nee, Bürger, ich bürge für nichts. Ich bin einfach ostfriesischer als Einwohner für Holländer. Also nix da mit links und rechts, da könnt ihr euch mal schon mal verpissen. Ich lasse mich von niemand irgendwas eindrücken, wer oder was ich bin. Nur weil ich ein Barett trage, oh, vergiss es, ich trage nur gerne ein Barett, weil ich einfach gerne ein Barett trage, weil ich mag es einfach. Jetzt muss man auch dazu sagen, woher stammt das Barett? Damals, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt richtig liege, wie gesagt, wenn ich hier misslabere, könnt ihr mich bitte vernünftige Kritik in den Kommentaren mir sagen, was Sache ist. Okay, wenn mir einen reinwürgen wollt, dann würgt mir einen rein, komme ich auch mit klar. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ. Gut, es kann wie es sein, dass wenn mir einige Leute zu extrem auf die Nüsse gehen, dann werde ich sie blockieren und ignorieren. Aber Kommentare lasse ich bis zu einem gewissen Grad lasse ich zu. Denn noch nehme ich mir das Recht heraus, Leute zu sagen, ey, bis hierher und nicht weiter, da ist die Tür und Tschüss Kowski. Ja,
Und die Geschichte mit dem Barett ist auch so, woher stammt das Barett überhaupt? Ich glaube, 16., 17. Jahrhundert oder ja, 16., 17. Jahrhundert meine ich es gelesen zu haben, dass das Barett überwiegend von den kleinen Bürgern, den Bauern getragen worden ist. Bis dann irgendwann, ich glaube, das französische Militär, ich meine sogar Napoleon, für sich erkannt hat, warum das Barett, das hat etwas, das nehmen wir mal über, das nehmen wir mal so für die Offiziere. Blablabla. Und so ist es mit dem Barett entstanden. Also das Barett zu tragen, ich trage es halt eben. Ich gerne, ich finde es sieht gut aus. Ich finde es sieht stylisch aus, auf jeden Fall Art und Weise. Wegen dem Logo, was ich oben am Zipfel da trage. Ich bin Alien 2, beziehungsweise von der ganzen Alien-Kram bin ich ein absoluter Fan von. Das ist das Zeichen der United States Colonial Marines. Also nichts von wegen, ihr bist ein Nazi, trägt irgend so einen scheiß Militärscheiß. Nee, nee, nee. Das ist nur ein fiktives Abzeichen. Mehr ist das nicht. Und ich sage auch jedem, was das ist. Wenn ihr mal fragt, ja, wie, was, du trägst ja Militärhosen, du trägst ja das, warum trägst du den Scheiß? Warum trage ich den Scheiß? Ganz einfach. Erstens, Militärhosen sind genial, weil sie meistens aus sehr stabilem Stoff hergestellt worden sind, sind langlebig. Ich mag diese farbenfrohe, ich trage auch sehr gerne farbenfrohe Klamotten. Ich würde auch ganz gerne mal so eine pinke Wutlantan-Hose tragen. Kostenbestimmung habe ich das mit dem Geld nicht so. Große Cargo-Tasche, ich kann immer noch reinstopfen, eine Menge mit mir rumschleppen. Ich kann groß, ich habe einen ziemlich großen, den schönen alten, ja, den guten alten Bundeswehr, großen, massiven Bundeswehrgürtel, da kannst du mindestens einen alten Panzer mit abschleppen. Der passt da dran. Also die Hose rutscht mir nicht runter. Ich renne nicht um wie so ein komischer, verrückter LA-Rapper, wo die Hosen auf halb acht hängen. Also hallo. So, das ist erstmal das kleine politische Wort zum Montag. Nicht zum Sonntag, Montag von meiner Seite aus. Und ja, ich denke mal, dass ich nächsten Tag, wie gesagt, bei mir kommt alles Mögliche. Entweder kommt ein bisschen Sarkasmus raus, wie ich gerade schon das Video mit dem Auto gemacht habe. Wie gesagt, meine Bastler-Videos, ich werde euch viel zeigen. Oh ja, stimmt, noch ein kleines Ding, bevor ich hier Schluss mache. Auch noch ein interessantes Ding für die Friday for Future-Jungs, Kinder. Für die nicht ganz aufgewachten oder die Indoktrinierten. Die Hälfte von meiner Wohnungseinrichtung, oder fast eigentlich alles, was ich in meiner Wohnung besitze, außer was ich geschenkt bekommen habe. Auch die Solaranlage. Ja, die Solaranlage habe ich teilweise geschenkt bekommen. Da, wie gesagt, ich wäre aufgrund meines Bandscheibenvorfalls halt momentan auf Hartz IV bin. Das ist auch momentan alles ein bisschen halt bei mir Geld, alles relativ beschränkt. Ich bin aber ein guter Bastler, bin ich auf den Kopf gefallen. Und was hier auf dem Sperrmüll weggeschmissen wird, ist. Oh. Mein Vater sagt da ganz gerne zu. Vielen Dank erstmal an meine Eltern, falls ihr mal den Kanal sehen. Hi, hi, Ma, Pa. Die haben mich gut erzogen, haben mir Moral und Ethik gut beigebracht, auch wenn ich relativ chaotisch aufgewachsen bin. Wohlstandsmüll. Ja, wirklich. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich auf dem Sperrmüll gefunden habe. Das da ist ein. Was ist das jetzt? Ein Asus MA488 TD-V Evo-USB 3. Das ist ein Board von 2010, 2011. In der letzten Revision, das ist ein AMD 3 Plus Board. Dieser Thermaltake-Lüfter war jetzt nicht. Kühlkörper-Lüfteinheit war nicht dabei. Den habe ich selber nochmal aufgesetzt. Eingebaut, draufgebaut war dieser AMD Phenom 2 555er mit 6 GB DDR3 RAM, der hat 1333 MHz Frontside-Bus. Dann habe ich zum Beispiel diesen wunderschönen, geht ja gerade an, ja, wunderschönen Philips CD-Player gefunden. Ja, ich höre heute noch Kassette. Ja, die beiden habe ich zusammengekoppelt, weil ich gerne meine mit Walkman noch gerne meine alten Kassetten höre. Feines Ding habe ich gefunden. Es gibt so viele Dinge, die ich auf dem Sperrmüll gefunden habe, wo ich mir teilweise denke, sag mal, das kann einfach nicht wahr sein, was da möglich ist, was weggeschmissen wird. Und da haben halt auch, oder zum Beispiel, ja, muss ich auch hier kurz reinhauen. Diesen wunderschönen Eisemonitor. Ich wollte schon immer mein Leben einen Eisemonitor haben. Das ist ein richtig geiles Teil. Hammergeile Auflösung, ist klar, zwar nur 17 Zoll, ist halt im beigefarben, aber total schick. Pff, mir reicht's für meine Zwecke. Ich habe keine, ja doch, ich habe, da hinten steht noch ein, na, mal ran. Ja, da ist er. Das ist. Keine Ahnung, was weiß ich nicht, Alter. Der Fernseher ist auch schon seine 7 Jahre alt. Ist ein Samsung LCD-TV, den will ich demnächst durch meine Röhre ersetzen. Ich habe auch einen schönen Röhrenfernseher. Der ist auch auf Sperrmüll gelandet. Und was ist damit? Da ist das Display. Hat zwei kleine Einschläge drin. 14 tadellos. Das Display bekomme ich bei eBay. Wie viel Zoll hat das Ding?
Nicht immer so um die 32 Zoll müsste das Teil haben. Da passt gerade noch so in meine Bude rein. Bildschirm, Ersatz gebraucht, ein Ersatzbildschirm bekomme ich für 25 Euro, klatsche ich rein. Boeing habe ich einen feinen LCD-TV. Boeing, Bams, die wieder was gespart, mehr oder weniger. So. Das Video ist jetzt wieder mal super lang geworden. Ich mache immer ziemlich lange Videos. Ich bin halt sehr ausschweifend und ich weiß, dass ich vom einen Thema zum anderen springe. Aber wie gesagt, ich werde mich nicht groß verändern, nicht groß anpassen. Weil, warum soll ich mich verändern? Denn nur für irgendwelche Leute, weil sie meinen, ich rede zu schnell, ich springe vom einen Thema zum anderen. Entweder ihr schafft es, da mitzukommen, ihr versteht das, was ich meine, und wenn nicht, tut mir leid. Was heißt, tut mir noch nicht mal leid? Kann ich nichts dafür, das ist nicht mein Problem. Ich hau es so raus, wie ich es denke, wie ich mich fühle, wie die Sache da draußen ist und gut ist. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, abzuschalten, woanders hinzuhauen, mir einen negativen Kommentar, mir einen Daumen runter oder Daumen hoch zu geben, was weiß ich nicht halt. Also, an dieser Stelle würde ich mal sagen, see you later, Alligator, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Juhu.